Wohin? Theodora, zu ihm. Ernesto, unmöglich. Theodora, ich muss ihn sehen. Ernesto steht in der Mitte des Salons, Theodora rechts hinten vor der Tür zu Julians Zimmer. Pepito erscheint auf dessen Schwelle und verweigert ihr den Eintritt. Severo hinter ihm. 11. Auftritt. Pepito, Severo, Theodora und Ernesto. Severo, niemand wird diese Schwelle überschreiten. Zu Pepito, sorge dafür, dass diese Frau mein Haus verlässt. Im Augenblick, ohne Mitleid, ohne Erbarmen, lass dich weder durch ihre Tränen noch durch die Fürbitten deiner Mutter rühren. Beeile dich, dass sie fortkommt. Theodora, ich muss ihn sehen. Severo, gut, du sollst ihn sehen. Er nimmt sie bei der Hand, führt sie nach der Tür rechts hinten und öffnet Julians Zimmer. Da, schau hin. Theodora taumelt zurück. Julian, mein armer Julian, tot. Sie bricht zusammen. Ernesto in tiefster Trauer. Ja, unglücklicher Julian, armer väterlicher Freund. Severo nach einer Pause. Nun ist's genug. Mein heiliger Schmerz soll durch die Gegenwart der beiden Schuldigen nicht entweiht werden. Pepito, du hast meine Befehle gehört, vollziehe sie. Pepito tritt nach der rechten Ecke vor, versucht seinen Vater zu beschwichtigen. Aber Vater, Severo, wenn du zu schwach bist, dann werde ich selbst tun. Ernesto, außer sich, genug. Er zeigt nach der Tür rechts hinten. Da liegt ein edler Mann, ermordet durch eure blöde Schändlichkeit. Und hier steht ihr eine tief unglückliche Frau, eine unschuldige Frau, der Verzweiflung und Schmerz den Verstand geraubt haben. Weder der Tod dort, zeigt nach rechts hinten, noch dieses verlorene Leben hier, auf Theodora weisend, vermögen euch einen Funken Mitleid zu geben. Mit roher, tierischer Gewalt stoßt ihr sie zurück. Wie widerstreben nicht mehr, ihr wollt den Platz behaupten. Freut euch eures falschen Sieges. Severo macht eine Bewegung, als wolle er Theodora anrühren. Ernesto zu Severo mit großer Kraft. Niemand wage es, diese Frau anzurühren. Von diesem Augenblick an ist sie mein. Mein ganz allein. Pepito und Severo in großer Bewegtheit. Die Welt hat es gewollt. Es ist gut, ich beuge mich ihrem Spruch. Die Welt hat uns mit Gewalt zusammengehetzt. Wir sind vereint. Komm, Theodora. Er geht an Severo vorüber, tritt zu ihr und richtet sie auf. Komm, euer Bann soll uns auf immer vereinen. Severo, so kommt es also doch endlich zum Sieg der Wahrheit. Pepito, der Elende. Ernesto, eure Verachtung erreicht mich nicht mehr. Ja, jetzt habt ihr recht. Nein, nicht allein ihr, alle haben recht. Ihr habt das Letzte an mir verübt und ich fühle, dass ich zu allem fähig bin. Da habt ihr Leidenschaft, da habt ihr Liebe. Was wollt ihr noch mehr? Ihr habt alles erreicht. Ich fürchte nichts mehr auf dieser Welt. Mag sie weiter erfinden, was sie will, ich bin auf alles gefasst. Erzählen Sie nun, was Sie wollen, und jede Ihrer Neuigkeiten wird in der Stadt Ihr Echo finden. Nun habt Ihr uns da, wo Ihr uns wolltet. Diese Frau war unschuldig, wie das Licht der Sonne. Meine Freundschaft für den hochherzigen Mann, der jetzt nicht mehr lebt, ist ohne Vorwurf. Von ganzem Herzen verzeihe ich ihm die Schmach, die er mir zugefügt hat. Ich schwöre, dass wir unschuldig waren. Ich schwöre es vor demselben Gott, der nun jenen richtet, wie er uns eins richten und rein erfinden wird. Für euch jedoch sind wir schuldig, schuldig, so wie ihr es gewollt habt. Und nun gestehen wir es ein. Unsere strafbare Liebe flammt in unseren Herzen empor vor diesem Körper, der noch nicht einmal erkaltet ist. Geht nun hin und schreit es in alle Winde, dass ihr doch recht hattet, triumphiert. Und wenn man euch fragt, wer das Unheil angerichtet hat, so seht euch selbst an. Stellt euch vor den Spiegel. Ihr alle seid die Schuldigen. Ein jeder von euch ist, wie Dante sagt, ein Galeotto, ein Kuppler. Zu Theodora. Und nun gehört sie mir. Komm, Theodora. Der Schatten meiner geliebten Mutter senkt sich aus seligen Höhen zu dir hernieder. Mit Würde und warmem Ton. Komm, Theodora, mein unglückliches, heißgeliebtes Weib. Der allgerechte Himmel wird sie und mich in unserer letzten Stunde richten. Er führt Theodora, die ihm willenlos folgt, durch die Tür links vorn fort. Frucht.
Das kann tatsächlich so kommen. Das war das Ende des zweiten Dramas. Folgt aber noch eins. Dort ziehen's.